die zu wiederholen, das wär's. Wir haben es ja vorhin schon mal gesagt, der liegt über Bestleistungskurs. 80 Punkte drüber. Mensch, das wäre was. 8,5 vielleicht morgen am Ende. Alles. Noch einmal eine Stadionrunde. So, los geht's. Volldampf voraus, Pascal Wehrenbruch gleich aggressiv die ersten 100 Meter. Er macht das, was er angekündigt hat. Dampf. Auch Norman Müller, etwas gebremster Schaum, aber auch er offensive Attacke über 400 Meter. Wehrenbruch, jetzt will er nochmal attackieren, jetzt will er Druck machen. Die beiden Deutschen dominieren hier diesen Lauf bisher. Hoffentlich schafft er das, der Pascal Wehrenbruch. Und jetzt haben wir hier die Gänsehaut. Norman Müller vorneweg, Pascal Wehrenbruch hinterher. Das werden nochmal zwei richtig gute Dinger hier von den deutschen Zehnkämpfern. Und der Wehrenbruch zieht das durch. Und der Müller sowieso. 48:23 für Müller. Super Resultat zum Abschluss des ersten Tages. Die deutschen Zehnkämpfer haben mittelmäßig begonnen und ganz stark aufgehört. Das war hier meine Vorstellung, wie sie Spaß macht. Die haben ihr Herz in die Hand genommen und haben hier alles hingelegt. Super Rennen von den beiden. Sicher auch noch motiviert durch den Super Harting, den Mann, der hier Weltmeister geworden ist.